Wohlan, willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon. Es ist soweit. Wir werden heute unseren ersten Boss kennenlernen. Hoffe ich zumindest, dass wir überhaupt so weit kommen. Baldry, du wirst noch umbenannt. Ich habe noch einen gefunden, der zum Leper werden möchte, nämlich Kalimba. Nee, mit B. Hey. So, jetzt ist richtig. Sehr schön. Kalimba, willkommen in unserer Gruppe. Ich habe auch gleich noch neue Fähigkeiten für dich reingeholt, nämlich einmal Rache und einmal Ehrwürdigkeit, womit er sich selber buffen kann, um 25% Widerstand gegen so viel zu bekommen und sogar 7 Lebenspunkte zu heilen. Hammer! Nehmen wir mit. Dann nehmen wir mit. Irgendjemand wollte dich noch umbenennen. Das war Kalimba, Nirvana, Libellchen. Ne, die sind alle schon richtig und alle auch benannt. Thorel, Darkane, du kommst nach oben. Ah, hier. Unsere neue Barbarin. Endlich habe ich eine Barbarin gefunden. Greyly, sehr schön. Herzlich willkommen im Team. So, kommst auch gleich mal nach oben. Und dann bin ich natürlich immer noch auf der Suche nach John Cena. John Cena kommt einfach nicht, es kommt kein weiterer Kreuzritter, es ist doch zum Heulen. Und dabei wollen so viele Kreuzritter sein. John Cena hat es aber verdient, der fragt schon die ganze Zeit danach, als erstes einer zu werden. Und ich brauche auch noch einen Hundemeister für Jesse. Ja, Axeli möchte auch ein Kreuzritter werden, das dauert aber noch eine ganze Zeit. Denn wie gesagt, John Cena ist zuerst dran und Heinz noch ein Highwayman. Also wir haben noch einige zu vergeben, es ist Wahnsinn und ich werde es wahrscheinlich auch so machen, sollte ich keine neuen bekommen und einer stirbt und es kommt dann ein neuer dazu, dann wird derjenige auf jeden Fall rübergebracht in den Friedhof und ein neuer ersetzt. Also der neue Name kommt dann hin. Wir gehen jetzt zu unserem ersten Boss, nämlich dem Nekromanten-Lehrling. Dafür nehmen wir mit Baal, Siren, Yoko Kekzi und Libellchen. Die üblichen Verdächtigen. Genau so ist es. Hey, das Spiel hat das schon gut erkannt. Töte einen Nekromanten-Lehrling, dafür bekommen wir den verwundender Helm. Ah, nur Kopfgeldjäger. Sehr selten. Kopfgeldjäger, also nur Bounty Hunter. Nur Nirvana kann ihn tragen oder Darkane. Das freut mich. Auf geht's zum Gepäck. Wir werden sehr viel benötigen, zumal es eine mittlere Mission ist. Ich nehme auch alles an Essen mit, was ich kriegen kann, denn Heilung brauchen wir. Fackeln wahrscheinlich nicht ganz so viele, das reicht schon. 2 Schaufeln. Ich nehme noch ein Holy Water zusätzlich und 2 Schlüssel. Und einmal Kräuter, weil wir ja wissen, dass wir die wahrscheinlich für diese eiserne Jungfrau benötigen. Komm, 2 Fackeln noch und dann geht's los. Mastery over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? Aha. So a devil walks these halls. Only the mad or the desperate go in search of him. Oh ja, und wir werden uns zu ihm bewegen. Wo sind wir? Wir sind da. Man sagt, der Boss ist immer in dem Raum, der am weitesten weg ist. Das wäre an dieser Stelle der da. Das heißt, wenn wir einmal straight durchgehen, müssten wir schnell genug zu ihm hinkommen und dann können wir uns den Rest des Dungeons immer noch ansehen, wenn es uns gut geht. Wir haben keinen Stress, wir sind voll geheilt. Auf geht's. Und wir haben keine Krankheiten, das war mir auch wichtig. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Um ehrlich zu sein, habe ich mehrfach versucht, irgendwie an Urkunden zu kommen. Aber irgendwie hat es auch nicht geklappt. Also 15 Urkunden innerhalb von 2 oder 3 Runden hier zwischen der letzten Aufnahme und dieser hier. Ist echt mager. Wir erkunden weiter. Und sehen, dass es dort definitiv einen Kampf geben wird. Gar nicht allzu viele Fackeln verwenden, denn wir müssen ja auch noch zurück. Gut gemacht. Wir erkunden weiter. Ui, wir haben einen dabei, der kann richtig gut erkunden. Und unten werden wir nicht kämpfen müssen. Aber jetzt 2-mal. Das ist natürlich nicht wenig. Gerade wenn wir uns auf den Nekromanten vorbereiten wollen.
Aber gut, da müssen wir durch. Als Lurch. Hallo. Auf geht's. Sterbt einen grausamen Tod. Wir werden dafür sorgen. Ja, unsere Waffen sind gut und bereit für den Nekromanten. Das ist auch wichtig. Oh ja. Gut. Blutungsschaden widersetzt. Das ist perfekt. Du heilst jetzt mal nicht. Du greifst einen an. Betäubt. Wunderbar. Und beide bitte. Dankeschön. Nächste Runde. Kümmer dich mal bitte um beide. Ach, eigentlich um den, ne? Scheibenkleister. Was soll's? Der ist eh tot. Das war's. Ja. Tu es. Alles zerstören. Nächster Raum. Erster Kampfraum. Ah, und dann auch gleich so eine Viecher. Na gut. Müssen wir durch. Solange wir nicht allzu viel Stress kriegen, der sollte nämlich unten bleiben, bevor wir beim Nekromanten sind. Aber den können wir noch runterheilen. Das ist das Schöne. Wir haben ja ein Lagerfeuer dabei. Wen gehen wir denn jetzt? Auf dich. Gut gemacht. Der ist auf jeden Fall weg. Dann kümmern wir uns jetzt um den Rest. Okay, die beiden sind noch übrig. Oh, sehr schön ausgewichen. Ja. Gepriesen sei die Waffe, die von selbst tötet. Und damit ist definitiv das Gift gemeint. Komm schon, Giftschlag auf ihn. Gut gemacht. Du kannst jetzt mal unseren Baal heilen. Ja, der ist schon tot. Ich habe jetzt noch die Leiche weggemacht. Vielleicht kriegt man ja was extra. Verborgene Kostbarkeiten. Na, nice. Sehr schön. Okay, geht weiter. Noch geht's uns sehr gut. Muss ich ja mal so zugeben. Der Sack ist leer. Hast du eigentlich immer noch deine Kleptomanie? Waschzwang, nachtaktiv, weich. Nein, hat er nicht mehr. Cool. Spinnen. Die können nix. Die kriegen wir auch wunderbar weg. Sogar Spinnen können vergiftet werden. Es scheint so, als wenn der Doktor seine Gifthauchfähigkeit ein bisschen verloren hat. Ich glaube, ich habe 20 Mal versucht zu giften, bevor es überhaupt geklappt hat. Also jetzt natürlich nicht hier in dieser Aufnahme, aber zwischendurch. Wahnsinn. Geschafft. Jede Menge Crests. So, damit sind wir schon zwei Räume jetzt vor dem Nekromanten. Und wir werden es auch noch in den letzten Raum schaffen, bevor wir beim Endboss sind. Und offensichtlich kommt gar nichts mehr in unseren Weg. Wir können ihn also bestreiten. Ohne zu schlafen. Und dann werden wir nach dem Nekromanten schlafen. Oh bitte, ja. Guckt euch das an. Genial. Das ist doch Hammer. Komm, schmeiß die Schaufel da rein. Wunderbar. Das nehmen wir nicht mit, weil da nichts drin ist. Okay. Ich habe jetzt extra die Fackel weggenommen, damit wir einen leeren Platz haben, um das da reinzupacken, was wir vom Nekromanten kriegen. Und ich bin gespannt. Mein Herz pocht. Ich bin fix und fertig mit den Nerven. Puh. Auf geht's. Oh Gott. Da ist er. Gleich vergiften. Rauf da. Gifthauch ist richtig gut. Bluten ist richtig gut. Betäuben, nicht ganz so. Schwächung, ja, man kann ihn debuffen und bewegen auch sehr gut sogar. Na dann, bring ihn zum Bluten. So schön, 105 Lebenspunkte. Ausgewichen. Und da kommt ein Vasalle. Könntest ihn angreifen.
Nee, Heiling. Wir brauchen jede Heilung. So ist schön. Oh, noch mehr Gift. Ja, los, rauf da. Jetzt kriegt er schon 8 Schaden die Runde. Widersetzt. Schade. Blutungsschaden auch 2 sind 10 Schaden die Runde. Allein, wenn er dran ist. Ich versuche ihn jetzt mal zu stunnen. Widersetzt. Ja, war klar. Aber immerhin, er hat nur noch 53 Leben. Ja. Okay, komm, kümmere dich um die beiden. Versuch ihn zu stunnen, dann ist die Leiche weg. Widersetzt, natürlich. Aber er ist vorne, sehr gut. Das Fleisch ist willig. Ist es das wirklich? Immer schön rauf da. Versuch ihn weiter zu stunnen. Wenn er nicht dran ist, dann kann er keine neuen Kreaturen rufen. Kritisch. Das ist nicht gut. Gut, ich gehe wieder auf Heilung mit ihr. Er wird giften. Oh, Giftschlag da. Nee. Seuchengranate. Sehr gut. Perfekt. Wieder einer weniger. Das Fleisch ist billig. Ist es das wirklich? Wie kann so etwas existieren? Ja, es ist nun mal so. Find dich damit ab. Ja, war dringend nötig zu heilen. Sehr gut. Jetzt können alle anderen raufgehen. Oh, er ist schon wieder dran. Er hat auch nur noch einen Debuff drauf. Der Rest ist schon weg. Kann nicht mehr stacken. Gut gemacht. Komm schon, solchen Granate, der muss weg. Oh, sehr guter Heil. Heal. Klasse. Er ist wieder da. Er ist auch immer zuerst dran. Er holt sich immer gleich die neuen Leute. Aber wir haben ihn gleich begraben. Das gibt Stress. Sagt mein Untergang voraus, wir sind nur Staub. Nein, hör auf. Nicht verzweifeln. Nicht jetzt. Komm, töte ihn einfach. Genau so ist es. Und dafür haben wir gesorgt. Das war's. Yes, baby! Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Nein, das war nicht ein Trick of the light. Es sieht gut aus. Wir haben es geschafft. Die nimmst du mal bitte mit. Und was schmeiße ich jetzt raus? Das Gegengift. Die Quest ist geschafft. Damit können wir jetzt übernachten. Können erstmal in Ruhe zurückgehen. Um die restlichen Räume noch zu plündern. Oh, geil. Freude. Ist das schön. Damit ist der erste Boss durch von... Oh Gott, es gibt, glaube ich, 8 Bosse. Bevor wir in den Darkest Dungeon gehen. 8 Bosse, und die jeweils 3-mal. Also 24 Mal müssen wir gegen einen Boss kämpfen, bevor wir überhaupt würdig sind, in Darkest Dungeon einzutreten. Was es allerdings bringt, diese Bosse wegzumachen, weiß ich nicht. Vielleicht schwächt man dadurch das Monster im Darkest Dungeon. Ich habe keine Ahnung. So, erstmal gehen wir hoch. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Ah, hier kann sich der Doktor mal dran versuchen. Ein Fehler ereignet sich, aber er hat Giftwiderstand, das ist in Ordnung. Rein da, kämpfen. A blazing star is born. Moin. So, wir kümmern uns als erstes um euch. Bolzen, ja, sehr schön. Abscheulicher Stoß. Ah, Dreck. Teuflische Macht. Ich merke das schon. Run for the old gods.
Ah, oh, mein Herz, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ist das schön. So, die ist auf jeden Fall weg. Und du stößt dich nach vorne. Perfekt. Der ist weg. Jetzt ist nur noch er. Ja, Blutungsschaden ist nicht gut. Komm, kurier euch beide mal. So schön. Die ist auch weg. Und jetzt ist nur noch er übrig. Ach, Dreck, verklickt. Das wollte ich nicht. Komm, Blutung. Ja, sehr schön. Wenn auch nicht viel, aber immerhin. Außerdem nochmal hochgeheilt. Und das wird's gewesen sein. Eine weitere Leiche für den Karren.